Hallo liebe Zuschauer und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ich stehe hier vor diesem Terra-Kristall Felinara, was hier irgendwie gespawnt ist. Sieht sehr cool aus, wir werden aber jetzt nicht gegen das Viech antreten. Lassen wir es einfach in seinem natürlichen Lebensraum hier rumvegetieren. Ich muss mal ganz kurz meinen Controller noch ein bisschen hier... Moment. So. Ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen, deswegen muss ich mal ganz kurz erstmal gucken. Oh. Wie der Stand war. Wir hatten beim letzten Mal auf jeden Fall das Feenversteck hier von Team Star gemacht. Und jetzt wollte ich ja erstmal noch gucken, wo es als nächstes hingeht. Und ja, das letzte Teammitglied suche ich auch noch. Ich bin noch am Überlegen, was man dann nimmt. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier noch zwei Verstecke von Team Star, nämlich einmal Typ Kampf und einmal Typ Gift. Dann hätten wir hier drüben noch die Elektro-Arena-Leiterin und hier noch ein weiteres Herrscher-Pokémon und noch zwei weitere. Ach ne, das ist ein Arena-Leiter hier. Und hier ist noch ein Team Star-Mitglied. Also noch drei Team Star-Mitglieder. Drei Arenen, weil hier unten ist ja auch noch die eine, die hier rumhockt. Und dann noch zwei Herrscher-Pokémon. Was ist denn das hier nochmal? Was für ein Herrscher-Pokémon ist das? Das ist Gestein. Und hier befindet sich Typ... Oh, Typ Stahl. Okay, ich würde mal sagen, dass wir vielleicht mal zu Typ Kampf gehen, weil da können wir eigentlich mit Fiaro und mit Gardevoir ganz gut reinhauen. Und eigentlich auch mit Mascagato. Ja, klingt ganz gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Kampfversteck von Team Star. Dazu würde ich vorschlagen, gehen wir nach Montanata und fliegen dann einfach nach unten. Dann sollten wir ganz gut da irgendwo rauskommen beim nächsten Pokémon Center. Und die Pokémon müssen sowieso nochmal kurz geheilt werden. So. Vielen Dank, Schwester Joy. Damit sind wir wieder einsatzbereit. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht Fortschritt gemacht haben bei diesem Typen hier. Boah, nee, gegen 10 Trainer müssen wir gewinnen. Okay, das haben wir noch nicht. Wird wahrscheinlich auch erstmal nichts mehr, weil ich werde jetzt hier abhauen. Wir müssen Richtung Osten. So. Bin auch sehr gespannt, was die letzten Fähigkeiten sind, die unser Kuraidon erstmal wieder reinkommen hier. Die unser Kuraidon jetzt noch erlernen wird. Wenn wir dann die Herrscher-Pokémon machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt in der Folge den Kampfarena, also die Kampfarena von Team Star, das Kampfversteck sozusagen. Und dann in der nächsten Folge gehen wir in Richtung des Stahlherrschers, weil da können wir ja auch mit Feuer ganz gut gegen antreten. Zumindest wenn das nicht wieder so ein Scam ist wie der Drachenorden, das war ja, der Drachenorden, der Drachenherrscher, mein Gott, was ist denn heute los? Der war ja wirklich ein bisschen, ja, nicht so ganz das, was man sich vorgestellt hat. Und dieses, nee, oder? Oh Gott, ey. Also dieses Fliegen oder dieses Gleiten ist wirklich ein bisschen dumm. Wir haben es nicht mal bis zum Turm geschafft und sind vorher einfach nach unten gefallen. Das ist ein bisschen blöd. Na egal. Hier ist eine Gierspenst-Truhe und die TM Hyperstrahl. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht können wir dieses Gierspenst jetzt ja mal fangen. Gardevoir, wo bist du? Oh super, Gardevoir steht da unten. Das... Ja. Das kann ich eigentlich als Thumbnail nehmen. Was zur Hölle, ey. Ja, ich hinterfrage es nicht. So, ich setze jetzt Psychoschock selbst ein. Das Gierspenst guckt sogar nach unten. Das ist so dumm, ey. Oh mein Gott. Was ist das?
Kamera findet auch ganz neue Winkel hier gerade. Ja, man sieht die wirklich penible Detailarbeit, die in dieses Projekt geflossen ist. Und warum zur Hölle bleibt das Ding nicht in meinem Hyperball drin? Gut, dann gibt's halt... Ja, was können wir denn noch nehmen? Eigentlich habe ich nichts Besseres. Bleib drin, Gottverdammt. Das Ding trifft sogar auch noch. Ständig. Komm schon, du hast im roten Bereich Leben und bist paralysiert. Das muss doch jetzt mal so langsam ausreichen. Irgendwann könnten wir auch den Timerball zur Hand nehmen. Okay. Wenn es jetzt länger gedauert hätte. Aber ein paar Runden braucht man dafür dann schon, bis der richtig wirkt. Gespenst, Schatztruhen-Pokémon. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. Alles klar. Wenn's sonst nichts ist. Oh, sogar mit relativ weit hinten im Pokédex. So, das nächste Pokémon-Center ist hier in der Nähe. Da hinten sehen wir sogar schon die Stadt, wo die Elektro-Arena-Leiterin sich aufhält. So, ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht weiterkommen als das Dach des Pokémon-Centers, weil wir gleich wieder fallen. Ja, ganz toll. Oh, da hinten ist wieder ein Alpollo mit ein paar Nebulak. Das sehen wir in letzter Zeit ja auch häufiger mal. Finde ich cool. Mal schauen, ob wir auch noch freilebende Gengar irgendwann sehen. Hier ist ein Wolverock in der Nachtform. Uah. Okay, das ist... Uah, verdammt. Das ist kein Pokémon gewesen, was wir irgendwie brauchen. Und ich würde sagen, diese Nebulak lassen wir auch mal in Frieden. Wobei, wahrscheinlich würde es mich gleich umbringen. Ach stimmt, wir haben ja den Fokusgurt. Trotzdem krass, wie viel das Ding abzieht. Bitte, ja toll. Nein! Mein armes Gardevoir. Hilfe! Okay, die Viecher hier sind auf einem etwas anderen Level, damit ist nicht zu spaßen. Aber die Level sind mir sowieso ein Rätsel. So. Beleber. Ich habe jetzt keinen Bock zum Pokémon Center zu rennen, obwohl es direkt neben mir ist. Das ist Faulheit, ich weiß. Ich bin ja hier auch auf der Suche nach irgendwelchen Trainern. Da hinten ist auch einer. Leihst du mir ein Pokémon, auf dem ich übers Wasser reiten kann? Nee, aber du kannst dir doch irgendwo bestimmt einen Lapras oder so fangen. Lapras ist auch ein übelst gutes Pokémon. Hat aber in unserem Team leider keinen Platz. So, wir haben hier Flamara auf Level 48. Das ist, gefährlich. Ist aber auch sein einziges Pokémon, also theoretisch, wenn wir das jetzt hier hinkriegen, dann passt das soweit. Nein, verdammt! Ach, toll. Jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt und dadurch aus Versehen Donnerwelle nochmal eingesetzt. Boah. Dank der Grimasse ist das Ding leider immer noch schneller, obwohl es paralysiert ist. Ja, komm. Holen wir Maskagato. Ist zwar leicht im Nachteil, aber ich habe irgendwie gerade die Hoffnung, dass wir es vielleicht mit einem gut gezielten Nachthieb ausschalten können. Nee, können wir nicht.
War auch diesmal leider kein Volltreffer. Und da war wieder ein Geräusch, was ihr gehört habt. Das tut mir sehr leid. Ach du meine Güte. Wartet mal kurz. Hilfe! So. Jetzt sollte das nicht mehr passieren. Ich glaube, es hackt. Ich habe mir letztens mal überlegt, das ist zwar ein bisschen, naja, aber wie das Spiel theoretisch auf einem Emulator aussehen würde, würde mich nur mal interessieren. Da wird man zwar um diverse Grafikpacks auch nicht umherkommen, aber die Auflösung würde es alle mal hochschrauben. Naja. Unser kleines Frospino sieht so unschuldig aus in der Gruppe hier. Aber bald wird es sich entwickeln. Ich weiß gar nicht wann, actually. Ich würde es ja nach vorne stellen, aber es ist halt so zerbrechlich. Haben wir irgendwelche EP-Bonbons vielleicht? Oh ja, haben wir tatsächlich. EP-Bonbon L wird sogar direkt zur Stufe 40 und möchte Eisstrahl lernen. Ist halt eine spezielle Attacke und das Ding greift halt eigentlich physisch an. Allerdings ist Stärke 90 auch jetzt nicht schlecht, ne? Ich schmeiße die Lawine mal raus und dann benutzen wir das einfach mal. Oh, tatsächlich entwickelt es sich. Süß. Die zweite Entwicklungsstufe. Sieht ein bisschen aus wie die Impoleon. Sieht ein bisschen nach Impoleon aus. Glückwunsch, dein Frospino hat sich zu einem Kryospino entwickelt. Eisfinnen-Pokémon. Es friert die Luft ringsum ein, um sein sein Gesicht mit einer Maske aus Eis zu schützen und seine Rückenflosse in Eisklingen zu verwandeln. Cool. Sehr, sehr geil. Es ist auch langsam auf dem Stand der anderen Pokémon. So. Wir können Gardevoir noch damit ein bisschen hochleveln. Und dann haben wir jetzt alle so ein bisschen auf denselben Stand gebracht. Oh. Ein Pampros. Was irgendwie in der Animation eingefroren ist. So, in welche Richtung müssen wir jetzt für das Versteck von Team Star? Weiter Richtung Osten, alles klar. Da oben ist auch irgend so eine Höhle. Nee. Und noch ein weiterer Trainer. Ach nee, das ist der King, den wir gerade gekämpft haben. Ich habe mich bloß zu weit entfernt. Nee, das ist keine Höhle, was ist denn das? Boah, bitte. Koraidon, bitte kletter da hoch. Manchmal ist das so seltsam, wann das Ding klettert und wann es sich so abrutschen lässt. So. Ach ja, Das ist dieses Sumpfgebiet. Hier befindet sich, glaube ich, die neue Entwicklung von Cesurio. Zumindest kann man sie hier bekommen. Aber das ist eigentlich jetzt nicht mein Plan. Ich möchte zwar ein Stahl-Pokémon im Team haben, aber ich weiß noch nicht welches. Und Cesurio, weiß ich nicht. Außerdem haben wir den Undichttypen schon besetzt. Wird sich zeigen und wir werden direkt angegriffen hier. Oh, Scaraborn auf Level 49. Also hier geht es schon richtig ab. Ich bin noch mal gespannt, was der Boss von Team Star dann da so haben wird. Hinten ist übrigens gerade Legios lang gelaufen. Sehr cooles Pokémon. Jetzt ist es aber irgendwie weg. Was ist denn das? Ah! Luxtra. Schön.
Habe ich mich vielleicht erschreckt? Ich dachte, das wäre ein Pilz und dann hat er sich auf einmal bewegt. Wovon redet der? Okay, das Pokémon kenne ich gerade überhaupt nicht. Das muss neu sein. Oh, Kyrospino ist gar nicht so langsam. Wurde von Drachenklaue getroffen und lädt sich auf. Meteorologe. Oh Gott. Weiß gar nicht, was Eisstrahl für eine Chance hat, einzufrieren. Okay. Wir haben diese Chance, wie hoch auch immer sie war, getroffen. Ist, glaube ich, bloß eine 10%ige Chance oder so. Da hatten wir jetzt wirklich mal Glück. Komm, probieren wir mal die Terra-Kristallisierung von Kyrospino aus. Einfach nur, um das auch mal zu sehen. Mit dem Drachentyp. Oh. Ui, schön. Cool. Hat jetzt noch ein paar Flügel bekommen. Und das Pokémon ist weiterhin eingefroren. Wenn es das jetzt bleibt, haben wir gewonnen. Ja. Es kann sich nach wie vor nicht bewegen. Und damit haben wir es sehr kreativ besiegt, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen mit unserem neuen Teammitglied kämpfen. Das war ein Schreck zu viel für mich. Flupp. Da hinten war auch noch eine TM, die würde ich da gerne gleich noch mitnehmen. Oh, hier sind anscheinend auch alle Entwicklungsformen von Cesurio. Also, naja, gibt ja nur zwei. Zumindest zwei, die man fangen kann. Nebelfeld als TM ist ebenfalls neu. Ne. Ah, da haben wir einen... Champignon. Das sind wahrscheinlich die Pilze, von denen er gesprochen hat. Ah, und hier haben wir Legios. Ein sehr cooles Kampf-Pokémon. Und das finde ich sogar so geil, dass ich es jetzt eigentlich gerne noch fangen möchte. Level 52, heilige Mutter. Wow. Eisenabwehr. Und nochmal. Ja, ist natürlich blöd, dass ich jetzt mit einer physischen Attacke angegriffen habe. Das Ding hat auch irgend so eine Attacke, genau die, mit der es alle seine Stats einmal boosten kann. Das hat aber, glaube ich, irgendein... Ah ja, stimmt, das kann nicht mehr fliehen dann, okay. Irgendeinen Preis musste man dafür zahlen. Und man kann es auch nicht mehrmals hintereinander einsetzen. Ich spamme einfach jetzt mal kurz ein bisschen Eisstrahl. Oh Gott, das war's. Nahkampf überlebt unser Dino nicht. Es war sehr effektiv und wurde auch noch geboostet, da... Kann man nicht viel machen. Allerdings würde ich es jetzt gerne noch mit Gardevoir paralysieren und dann können wir ja gucken, ob wir es fangen können. Donnerwelle. Schon mal getroffen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht noch eine Fee-Attacke benutze.
Hoffentlich überlebt es das. Nee, überlebt es nicht. Toll. Schade, dann halt nicht. Ich habe gehofft, dass es vielleicht genug Spezialverteidigung hat. Aber dem war wohl nicht so. Holen wir uns noch dieses letzte... Okay. Dieses letzte Pokémon-Center hier. Und dann sind wir für heute fertig. Und dann machen wir beim nächsten Mal dann wirklich schon das nächste Versteck von Team... Upsala. Von Team Star. Wie viele Trainer müssen wir hier eigentlich besiegen? 5 Trainer. Okay, das klingt ja noch machbar. Gut, Leute, dann sind wir mit dieser Folge am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!